Ja, wir haben es euch ja schon vorher versprochen. David zeigt uns einen neuen Zaubertrick. Ja, yeah. Wer möchte denn von den Damen? Du darfst. Ich möchte auch. Ja, genau, das ist wir kennen uns ja schon, ne? Oh. Also, ja. Hallo? Wir haben schon etwas Zaubertrick gemacht. Das sind immer die besonderen Fragen. Wir sind hier tough live dabei, Daniel Aminati. Liebe Grüße, Daniel. Grüße. Also, wir haben wieder einen kleinen Reaktionstest. Ich habe drei Karten diesmal. Du darfst jetzt kurz mal nicht... Da zeigen, erstmal die Kamera zeigen, ja. Okay, wir haben drei Karten. Ich zeige sie extra noch nicht von der Rückseite, weil es wieder ein kleiner Reaktionstest ist. Bina, wir haben hier drei Karten. Eine Gewinnerkarte ist der König, der ist ja in der Mitte, wie wir schon davor gesehen haben. Ins Gesicht halten. Und zwei rote Karten. Okay? Ja. Du musst jetzt gleich, wenn ich das umdrehe, also haben wir der Hammer. Zwei schwarze und eine rote Karte, richtig? Und der König ist in der Mitte. Ja. Das ist falsch, du hast nicht aufgepasst. Das war ein Test, ja, weil es eigentlich zwei rote und eine schwarze Karte. Da geht es also, mit rechten Dingen. Wie gesagt, das ist die Aufmerksamkeit. Aber Aufmerksamkeit, ich möchte jetzt gleich, dass du den Pik-König rausziehst und egal was passiert, du darfst ihn nicht umdrehen. Okay? Okay. Gut, dann tu das mal in den Pik-König, die Mitte. Aber vielleicht möchte ich lieber die Karte. Nee, du sollst den Pik-König rausziehen und nicht umdrehen, egal was passiert. Egal was passiert, nicht umdrehen. Tu es nicht. Bina, okay, die anderen Karten brauchen wir nicht mehr, ich packe sie kurz mal weg. Aber die waren doch so schön. Und jetzt hast du gesehen, da ist ein Loch drin, nicht wahr? Ich merke es gerade. Ja, nimm mal die Karte hoch, aber noch nicht umdrehen. Steck deinen Finger durch. Kommt das Loch Steck deinen Finger durch. Warte, ich zeige dir kurz. Einfach so. Perfekt. Und jetzt darfst du es erstmal allen anderen zeigen, in die Kamera, der Maxi, dem Sarazar. Und am Ende darfst du es dir erst angucken. Okay? Das ist bestimmt irgendwas Perverses. Nein, zeig mal das nicht. Bild. Zeig mal das Bild. Los geht's. Zeig ich. Boah, deine Nacktbilder-Kollektion kann ich noch gar nicht. Das gibt's ja nicht. In die Kamera. In die Kamera. Warte auf den Close-up. Oh mein Gott, ich wusste es. Du. Ja, das ist ja eine geile Karte. Also ja, geil. Das Wort ist der Kleine, der König, als er noch jung war. Das ist ein Kinderfoto von dir, Sarazar. Ja, genau. So. Guck mal hier. So. Ja. Ihr habt alle Spaß. Aber damals ne? war schon was Nein. länger. Nein. Das ist so klar. Schon damals überproportional. Hier, ich gebe ihn dir zurück. Ja, danke schön. Der erinnert mich ein bisschen von den M.O.K.L., ne? Von den, dieser kleine Mann da vorne in der Apotheke bei den Bonbons. Ja. Der war mal so putzig. Oh, schön. Langsam wird es komisch, oder? Hier kommt der Eiermann. Ja, du kannst so lange in die Kamera zeigen und noch so einen Wirbelwind durch. Hashtag Pipimat. Hashtag Pipimat. Jetzt geht's aber los. Ich bin auch für Hashtag flache Witze. Ja, ja. Wie Helge Schneider gesagt, oh, was ist das denn für ein kleiner Mann da unten? Da ist mein Pipimann. Ja. Seht ihr? Hashtag flache Witze. Wir gehen rüber zum Tisch wieder. Das ist ein bisschen seriöser, weil es ja Frank Sirius am Start. Das bringt nicht viel, hör mal. Das bringt nicht viel. Ja, mal den Frank im Bild. Ja, jemand, der auch schon seit sehr, sehr langer Zeit auf YouTube ist. Noch, also ich bin jetzt seit 4 Jahren auf YouTube. So. Sirius, ich glaube, 4,5 Jahre. Hat damit angefangen, dass er halt Unboxing-Videos von elektrischen Gegenständen, Hardware gezeigt hat auf seinem Kanal. Das Ganze sehr professionell. Ist dann ein bisschen zum Let's Player rübergegangen, macht heute immer noch Unboxing. Auch sehr Community, ne? Was heißt denn Unboxing? Das heißt quasi, du kriegst eine Maus beispielsweise, eine Computermaus oder irgendein anderes Gerät, ein technisches Gerät und du packst es raus, zeigst, was an Kabel dabei ist, zeigst, wie es richtig anschließt etc. Und ziemlich cool. Also wenn man irgendwie hartnäckiges was wissen will, einfach mal beim Sirius vorbeischauen. Kanal. Der Frank WPT. WPT steht für Wuppertal, falls du dich fragst. Okay. Daran merkt man auch, der hat damals angefangen noch, als YouTube noch gar nicht kommerzialisiert war, beziehungsweise als man es noch gar nicht wusste. Und hier mal eine Erhöhung von Mrs. Vlog. Ist auch richtig so. Nee. Sich nicht rumschubsen lassen. Und ja, jetzt nochmal drauf. Einfach mal gucken, wo steht man. Ja. Einfach mal ein bisschen zahlen, den Dan mal ein bisschen rumschubsen, aber das traut jetzt sich nicht. Jetzt hat sie sich schon in die passive Rolle übergeben. So, ich sag eine 2 zum Schluss. Möchtest du die All-In-Brille haben, Kevin? Check. So, check, check. Und wer. Nee, nicht 9. Das jetzt ist trifft er wieder die 9. Das gibt's nicht. Setz ruhig. Ja, klar. Ja. 2000. Aber sie spielt die Chat, wenn sie, also jetzt, wo sie hinten liegt. Spielt sie an, was sie hätte vorher schon viel häufiger machen können. Und Dan erhöht, kriegt die warum zahlt sie dann noch? Einfach 9 gewinnt.
Diese Bücke hat sie auch bei den letzten Sendungen immer mal drin gehabt. Da hat sie jetzt einfach die Faxen dicke. Und dann zieht sie, so eine Geschichte mal durch. Dann, letzte Karte. So was kostet natürlich. Ja, ja, letzte Karte. Da hatte ich nichts. Da musst du vorher spielen. Genau, hätte sie nach dem Flop, nach den ersten drei Karten einmal angespielt. Das ist immer diese scheiß letzte Karte. Was man so schön nennt, das Continuation Bet. Die Continuation Bet. Also sprich, nachdem man am Anfang erhöht hat, noch mal ein bisschen drauf. Und dann sagt man dem Dan auch hier, ich bin zwar eine Frau, aber ich habe die Eier in der Hose. Ich lasse mich nicht von dir hier rumschubsen. Und dann kann der Dan vielleicht mal bezahlen. Aber mit 9-2 wäre der da, glaube ich, ganz schnell rausgegangen. Das wäre einfach doof. Wie das dir am liebsten ist, Dan. Ey, warte mal. Ich mach mal mit. Warte, so, Rahmschnitzel spielt jetzt mal mit. Glaube ich, habe ich gerade gehört. Nee, Frank. Nee, Frank hat gesagt, ich mache jetzt mal mit. Hier schön mit Bube 3. Ich glaube dir das nicht, ne? Nee, jetzt habe ich so, Rahmschnitzel wird wahrscheinlich... Oh, der ist auch raus? Oder? Nee, er hat bezahlt. Ich habe jetzt was richtig Gutes. Ja, 8-7 von der gleichen Spielfarbe ist auch in der Tat keine ganz schlechte Hand. Achso, ich bin. Nee. Ich will dir die Chance geben, dass du. Es gibt viele Möglichkeiten, also zum Beispiel auf die Straße oder auf den Flaschen. Ich zeigen die Karten. Oh Mann, das kann doch nicht sein, dass er auch immer die letzte Karte gewinnt. Das ist doch nicht normal. Guck mal, was uns der Flop bringt. Warte mal ganz kurz. Warte mal. 9-5-3. Getroffen hat nur der Frank die 3. Das ist eine Straße, ne? Ohne Scheiß. Ist es eine Straße, oder? Ja. Echt? Ja. Kein Scheiß. Da kann ich nur 1000 setzen mit Nückes. Lohnt sich einfach nicht. So, Frank wird rausgehen. Ja, das ist. Da muss man mal so ein bisschen Paroli bieten. Aber das traut sich keiner. Warum? Weil, ja, wenn er gespielt hat, hat er immer getroffen. Ja, wenn die zu Ende spielt, natürlich. Ach, ist doch unfair. Das ist die Macht desjenigen, der die meisten Chips vor sich stehen hat. Nicht nur das, auch die Körpersprache. Ich meine, er hängt da, oh, jetzt habe ich eine gute Hand. Er signalisiert ja auch quasi seinen Leuten am Tisch, hey, fordert mich nicht heraus. Ansonsten, wie wir es gerade bei Killy gesehen haben, da wird durchgecheckt bis zum Gehtnimmer. Er trifft zum Schluss und zeigt, hey, ich habe auch was. Hey, guck mir nicht zu, wie ich verzweifelt bin. Das merkt sich natürlich. Das ist meine. Okay. Also es sieht im Moment viel danach aus, als wenn Dan the Man das hier bereits das zweite Mal gewinnen könnte. So, 10 Rahmschnitzel. Ich glaube, den sehen wir jetzt auch mal wieder langsam in der Hand. Hast du gesehen? 300. Nein. Scheiße, ich habe gar nicht auf deine ich habe auf deine Chips geguckt, voll neidisch. So. 300. So, jetzt wird erhöht. Kelly geht mit König 9. 3, ich mach noch was drauf. Race? Hat er, wenn das verbale Wort zählt dann, wenn er sagt, dass er erhöht, dann ist das okay. Ansonsten muss man das in einer Bewegung durchziehen. Manchmal hab ich einfach Angst. Hast du? Frank ist auch dabei. Oh, das wird ein dicker Pott. Ich weiß. Ach Gott. 2400 im Pott. Also Dan kann im Prinzip ja nur gewinnen, wenn er eine Ladung Kerzen kommt oder wenn er die 7 trifft, wenn er die 9, das kann nichts bringen, weil die von Kelly abgedeckt ist. Ja, und Frank hat wieder als einziger getroffen mit der 5. Es gibt viele Videos im Internet, wo man sieht, dass Fahrrad und Fahrrad gegeneinander fahren. Auf 1000. Check. Check. Kelly, check. So, was ist natürlich jetzt das Problem? Es sind 4 Spieler dabei, da wird man natürlich jetzt nicht... Jetzt trifft er wieder die 7, das ist doch Wahnsinn, ist das. Check. Es ist doch Wahnsinn. Check. Raise auf 1000. Bet 1000. Boah. Ja, da wird Frank wahrscheinlich sich verabschieden, denke ich mir mal, ja. Das. Spielt aber auch sehr vorsichtig, Frank. Genauso wie Rahmschnitzel. Und Kelly, die spielt nicht vorsichtig, aber die haut dann auch zu viele Chips in die Mitte, wenn sie gar nichts hat. Da oben sehen wir, die einzigen Karten, die ihr noch helfen, sind die 3 Könige, die übrig geblieben sind. Pik, Karo und Kreuzkönig. Nein, überhaupt nicht. Die dafür sorgen könnten, dass Kelly diese Hand überhaupt gewinnt. Aber sie wirft weg. Ich glaube, du willst gewinnen. Was sehr klug war. Aber sie ist auch angefressen. Habt ihr die gerade angemerkt? Der Puls ging auch nicht hoch, was so viel heißt, nö, ich möchte dann jetzt, ich habe die Hand schon aufgegeben. Ja, zeichnen sich da kommt nochmal der neidische Blick auf die Chips von Dan. Oh, kann mir jemand 2000 wechseln? In sicher, dann. Dann guck mal nach links. Nein, von dir will ich aber. Noch ein paar mehr Tausende, ne? Ja. Ich nehme nicht von dir, wenn du mir die gibst. Ja, dann kriegen wir nochmal einen Schaukant. Oh ja, stimmt. Weg mit deinem schmutzigen Geld, Dan. Der dreckige Dan mit seinem dreckigen so, Geld. So, Ass-Bube. Sieht das immer gut aus? Weil Dan läuft. Rewin-Zeit, Bube 9, das könnte auch noch ein bisschen Action bringen. Ass 3 von Peak bei Dan the Man. Also jetzt könnte... Dan the Man brauchen wir gar nicht fragen, was der hat. Der spielt eh. Nee, die ist Sonne, ne? Nennt man das Sonne. Gold. 300 Gold.
So, und die Frage ist, ja, zahlt Shuffle? Nee, Shuffle spielt sehr passiv. Ich habe jetzt voll Pech. Aua! Teig, wie man es in der Pokersprache nennt. Spielt wirklich nur die sehr, sehr guten Hände. Was ja im Prinzip erstmal die richtige Strategie ist. Was aber auch schwierig ist. Also wenn man gerade sitzt und man kriegt halt sehr viel Runs, man sieht die anderen Spiele, da werfen die Chips durch die Gegend. Da muss man sich unter Kontrolle haben. Muss man Geduld haben. Die du, glaube ich, nicht mitbringst. Ich habe sie auch. Ich habe sie auch. Aber ich habe es noch nicht gesehen bei dir. Wir haben ja schon ein paar private Runden gespielt. Privat will ich spielen, da will ich Spaß haben. So, und jetzt passiert nicht viel, weil ich glaube, gegen Rahmschnitzel, also gegen den Mirko, wird der Dan nicht zu viel verlieren. Der wird einmal bezahlen. 1000, ja. Er spielt von vorne an, 1000er, und ich glaube, dann hat sich der Pott schon erledigt, ne? Oder? Nee, er geht mit. Noch einmal, Dandelman. Ich glaube, das wird so ein Rivership. Das wird trifft so jetzt die 3. Wenn er jetzt noch eine 3 trifft, dann drehe ich ab. Dann gehe ich nach Hause. Jetzt nach Hause? Dann kannst du aber direkt schon mal Geld in den Pott legen. Ja. In den Potti legen. Ah! Da ist die 10, die bringt gar nichts. Rammschnitzel gewinnt auf jeden Fall das Ding. Die Frage ist: Kriegt er noch was raus? Das ist ein Diamond. Check. 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 Der Check war gar nicht wahrscheinlich. Du hattest mehrere Karten. Du hättest raisen müssen. Ja. Aber sehr gut auch von Dan, er sagt direkt: Ey. Du hast die bessere Hand, du hättest raisen müssen. Oder betten müssen überhaupt mal. Line sind 200, 400. Das waren ja auch 3 Herzen auf dem Tisch. Also, das war schon ganz okay gespielt, so vom Rahmschnitzel. Also, das hätte hier aber auch genauso gespielt. Weiß, ja, hätte, wenn ich kein Geld mehr habe. Und dann wollen sie noch 1000 Euro bezahlen. Ich meine, wenn du so eine Batterie, die er da vor sich liegen hat, bezahlst. Und wir kriegen nochmal einen Chipcount. Dan immer noch bei 20.000, Shuffle bei 15.000. Daniel Online-Qualifizier bei 12.500. Revi bei 10. Frank bei 8,5, Rahmschnitzel 7,5 und Mrs. Wiedock bei 5. Also da wird es jetzt unten mit Mrs. Wiedock und Rahmschnitzel, die müssen jetzt mal langsam so ein bisschen Action geben. Genau, und es gibt natürlich für euch ist es auch wichtig, ihr könnt jetzt gewinnen. Das heißt, der Nächste, der rausfliegt, hat natürlich noch ein kleines Giveaway mitgebracht, was ihr gewinnen könnt. Also auf der Facebook-Seite posten, wer fliegt als Nächstes raus. Und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr dann vielleicht von demjenigen, der halt rausfliegt, ihr müsst den richtigen erraten, das mitbringen soll. Ich weiß gar nicht mehr, bei Kelly war es ein Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, was Rahmschnitzel wollte. Und glaube ich ein Bild malen. Genau, ein Bild. Also einfach bei Facebook auf Let's Play Poker gehen und dann einfach da den Tipp abgeben. Genau, wenn ihr zum Beispiel sagt, der Mann fliegt als Nächstes raus, was unwahrscheinlich ist. Dann schreibt ihr Dan the Man da rein. Das wäre jetzt ekelhaft, wenn du damit noch gewinnst. So, eigentlich Ass hier unterwegs. Online-Qualifikant Ass Dame. Komm. Ja, 3 Asse in das der Hand. Ist mein Blatt, ohne Scheiß. Ohne zu gucken. Mein Blatt, ohne Scheiß. Rahmschnitzel, die 7 getroffen. Da liegt er zurzeit noch vorne. Mach 1000. Mach 10.000. Genau das mal. 1000. Danke für den Tipp. Mach 100.000. Call von mir, komm. Daniel spielt einen Tausender an. Soll ich gucken, den Call? Nee, zieh es doch bis zum Ende durch. Ohne zu gucken. Wenn man natürlich weiß, aber wenn man so gut trifft, auch wie Dan the Man, dann callt man einfach auch mal. Und da hat er auch noch die Möglichkeit zur Straße mit jeder 6 oder jedem Buben. Er spielt richtig. 10er extra, Dan gewinnt die Hand. Er hat das Spiel verstanden. Dan die Hand gewinnt. Dann zahlst du einen 10er in den Pott. Naja, ich meine, dann müsste er Shuffle, hätte dann ja auch die Straße, wenn er jetzt die Straße macht. Dann. Ganz ehrlich, bei 2,5 gucke ich aber jetzt. Oh, du meinst, dass er das Ding blufft, oder? Nicht so, dass es der nicht. Nee, dass jetzt noch ein Bube kommt oder eine 6. Wir verstehen uns. So wie der trifft. Oder der hat einen Deal mit der Gabi. Mache ich mir Sorgen. Daniel, also unser Online-Qualifikant, erzählt die Geschichte weiter. Das ist jetzt 2.500. Ich habe jetzt geguckt, ne? Ja, war scheiße, ne? Nee, ist sogar richtig geil. Wie immer. Du bist mitgegangen, ne? Mhm. 2,5, ey. Ich brauche noch eine Karte. Kommt ja noch eine. Ja, das, was jetzt oben war, ist ja egal, welche. Ja, für den Sieg entscheiden. Also nur so kann er gewinnen, ansonsten wäre es halt ein Splitpot. Wenn jetzt halt der Bube oder die 6 kommt, weil dann hat der Tom auch die Straße. Der hat voll gar nichts, ey. Mega witzig. Ohne Scheiß. Da ist er, ne? Das ist nicht dein Ernst. Ich hab gewonnen. Nein, Quatsch. Oh, das war halt, sorry. Ich hab's an die Karte. Aber er ist rausgegangen, ja. Tut mir leid, du hast so hochgehalten, ich hab's gesehen. Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen, aber wenn er die Karten gezeigt hat, du kannst ihn auch nicht mehr setzen. Das war unfair.
Ja, das ist noch immer Spiel. Das Spiel des Lebens. Ja. So, Daniel hat die Karten jetzt von wem gesehen? Es ist noch eine Statistik. 2000. Super. Ich glaube von... Du kannst nicht dafür. Ist es ein Psychoterror oder nicht? Von Dan? Er kann nicht mehr aggressiv reagieren. Das bedeutet, er kann nicht mehr hören, er kann nur bezahlen oder passen. Nein? Ich lüge dich nicht an, wenn ich dir sage, dass du verlierst. Ich stelle dir die Karte. So. Fairer Spiel auf jeden Fall, aber ist das ein Psychospielchen? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was... Ob er die Karten wirklich Zeit gesehen Karten, hat? Also, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die Grafik hier passt, weil Daniel sagt, geh raus, ich habe versucht, eine richtig dicke Geschichte zu erzählen. Das ist die Auto-Auto-Situation, du musst jetzt fahren. Einer von euch beiden stirbt. Ich hoffe einfach, ich habe die Karten richtig gesehen. Sonst habe ich ein Problem. Aber man muss auch sagen, dass 2000 ziemlich wenig. Hau mal gleich 4 mit rein. Du spielst Ass 8, oder? Oder hau 5 rein. Ich spiele Ass Dame. Ach komm, das ist doch nicht wahr. Ist okay, oder? Ja, nee, passte. Also, er hat Ass Dame, nichts. Du hast gewonnen. Krass. Nee, er hat Ass 8. Der Trick ist gut, den merke ich mir. Ich habe geguckt, weil er dran war. Hast du die Karten aufgedeckt? Es ist noch eine auch wenn ich es von hier nicht sehen kann. Kelly, ich habe voll deine Karten gesehen, ehrlich. Ich meine, wenn ich jetzt du wäre, ich würde. Schon ein heißes Parkett, auf dem du hier tanzt. So geil. Gar nichts, oder? Du hast Ass 8. So ehrlich bin ich zu dir. Ich habe die gesehen. Nee, ich hatte es hoch. Ich hätte nichts gemacht. Krass, ich hätte euch beide weggehauen. Schade. Das mache ich jetzt aber auch immer so. Schade. Denn ich bin so ehrlich, ich habe die gesehen. Ne? Wenn ich jetzt du wäre. Oh, komm. Ja. Hör auf. Also, ich frage mich, wie der Daniel, also der Online-Qualifikant, so die Karten also. Von dem Tom von sehen konnte, der 4 Meter weit entfernt sitzt und. Schlechtestes Blatt der Welt. Ich höre gerade, dass Tom hat die Karten aufgedeckt. Hat. Es gibt ja nur in einem Deck ein schlechtes Blatt. Aber trotzdem sehr fair, aber wir gehen weiter jetzt. Jetzt geht es nämlich wieder hier zur Sache. Du bist doch 2-10, das ist doch nicht schlecht. Levi hat 2 Achter. Und auch Kelly macht jetzt hier den Fehler mit König Dame, anstatt sofort die ganze Marie reinzustellen. Ja, oder zumindest mal ein bisschen Feuer zu geben, einfach nur bezahlen, 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 weil das kostet. Ja. Toll. Ach, es ist doch nicht. Alle drei zusammen. Ja, und da haben wir es nämlich. So ein Dan, der Mann, der freut sich jetzt, dass er für 400 mit so einer Grütze sich so einen Flop anschauen kann. Und kriegt den Cutshot. Heißer Flop jetzt hier. Und da ist eine Menge drin. Da ist wirklich eine Menge drin. Viele Straßen. Eigentlich hat jeder eine Straßenmöglichkeit. Ja, jeder hat eine. Ja. Aber es gibt keinen, der bisher ein vollendetes Blatt hat. Der Einzige, der bisher getroffen hat, ist der Tom. Man hört es voll. Das ist voll der nämlich nicht nur das 10er-Pärchen hat, sondern auch noch die mögliche Straße. Ich kann nicht mehr akzeptieren. Kelly setzt. Du hast 1000 da reingelegt, dann bist du zu anderen. Ja, ist auch in Ordnung. Okay. Ist auch in Ordnung, Gabi. So, okay. Kelly mit dem Ass ganz weit vorne oder mit der 9? Nee, ich überlege gerade. Hau rein. Kelly, ich habe deine Karten gesehen, wie gesagt. Ich will an deiner Stelle nicht mitgehen. Steh am besten schon mal auf für All In. Nee, komm. Kelly, 120er Puls. Da fasse ich nur den Kopf. Das ist konstant bei Kelly. Also die hat alles noch im grünen Bereich, würde ich sagen. Ne? Jetzt muss aber auch einer von euch beiden echt All In. Damit's auch so. Echt? Oh, nee. Ja, und 10-9 ist raus. Und ich hatte schon 2 Buben. Kelly, jetzt... Sie liegt immer noch vorne jetzt, das weiß sie allerdings nicht, aber eigentlich sollte sie jetzt... Genau, so ist gut. Oh, okay. Das kann er nicht bezahlen. Wo ist die YOLO-Brille? Ach, die hat Wallet wieder. Kelly reißt das Ding hier heute noch, ich sag es dir. Wir brauchen die jetzt ganz kurz, hier ist jemand all in. Noch nicht, nachher vielleicht, nachher. Wir brauchen nicht irgendeine Brille, wir brauchen die Brille. So viel bezahlt. Kelly braucht ganz dringend die YOLO-Brille. Alles oder nichts? Oh nee, aber da kommt nicht. Ja, aber das kann er nicht bezahlen. Oh scheiße, stimmt, was machst du? Jetzt hätte ich es fast getan, oh mein Gott. Du musst auf jeden Fall sein, du musst auf jeden Fall dabei sein. Ich möchte mich mal wieder mit, bevor die hier reden. Dann werden die Karten aufgenommen. Es geht um alles. Das sind dann. Aber wenn man die falsch rum aufzieht, bringt die Glück. Womit? Das verstehe ich jetzt auch nicht, dass der Mikro hier... Okay, Leute. Sieht auch überall stylisch aus. Den Call, den finde ich nicht gut. Also, so jetzt wollen wir mal auch hoffen für die Kelly, dass jetzt hier keine 8. 4 Achten oder eine Dame. Die Dame, ja, die Dame bringt... Jetzt wird es spannend, jetzt ist es spannend. Nee. Ja, alles gut. Da die Straße sogar noch nach hinten heraus. Kelly, die jetzt langsam auch merkt, dass sie gewonnen hat. Und wir sehen den Puls 146. Da ist er doch ein bisschen hochgegangen. Und jetzt liegt sie mit 1200 wieder super im Rennen.
Ich hab schon wieder jemanden gehen sehen. Nein, ich geb dir nicht die Hand. Nein, ich mach das nicht jetzt. Aber Pokerspiel, das ist echt ein Abergläubisch. Was ist denn so? Du hast ja auch eine Zeit lang in Vegas gelebt. Was war denn so das Abergläubischste, was du erlebt hast? Du, ich bin... Bist du selber abergläubisch? Eigentlich nicht, aber... Eigentlich, Freunde. Ich habe früher das Mirage Casino, kennst du das? Denn, da bin ich, da gibt's so ein Fließband, wo du sozusagen ins Mirage reinfährst. Mhm. Und da ist links und rechts so ein Teich. Und da habe ich jedes Mal, wenn ich zum Spiel gegangen bin, habe ich da mal einen Quarter. Und der musste immer genau an derselben Stelle landen im Teich. Und wenn der, dann konnte ich gewinnen halt. Und wenn ich den nicht getroffen habe, diesen Bereich, da bin ich einfach nochmal raus wieder und bin nochmal in dieselbe Strecke. Das dauerte jedes Mal 10 Minuten, bis ich halt bis dieser Quarter wirklich in dem Bereich landete. Und dann habe ich gut gewonnen an dem Tag auch. Ja, immer. Bist du eigentlich, aber da habe ich, nö, eigentlich nicht, aber hab da insgesamt nur 2.500 Dollar reingeschmissen in den Beutel da. Ja, also da liegt einiges an Kohle von mir in dem Teich. Und jetzt Mrs. Vidok, Ass 9 suited gegen Ass-König von Top. Und Dan mischt sich auch noch irgendwie mit. Einer raussticht, ne? Genau. Hast du gesagt, ein Typ reingeworfen von Dan. Race von Kenny, ja, ein bisschen zu knapp. Ich hätte vielleicht jetzt sogar noch auf 1.000 oder 1.200 erhöhen sollen. Aber zumindest macht es schon mal was. Genau. Aber da muss man jetzt sagen, dass der Tom eigentlich jetzt nochmal rübergehen müsste. Wie viele Chips hat denn der Tom eigentlich noch? Der hat noch ordentlich. Ich warte auf den Moment. Er geht auch nur mit. So, und wenn jetzt zum Beispiel Gemüse kommt, zum Beispiel, sagen wir mal so 2, 3, 6 oder sowas, dann muss die Kelly einfach nochmal einen nachschlagen. Ah doch, jetzt weiß ich wieder. Oh, jetzt wird's. Und jetzt gewinnt mein Tommy. Was? Ja. So, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, wir haben auf uns am Anfang der Sendung, haben Potti und ich, haben uns Spieler ausgesucht. Und jeder hat jetzt noch 3 Spieler im Rennen. Und sollte einer von meiner Truppe gewinnen, dann muss der Potti 100 Euro zahlen. Und sollte einer von Pottis Truppe gewinnen, dann muss ich 100 Euro an die Gewinnerspende noch zusätzlich beitragen. Mein Team besteht aus Tom, der hier momentan die beste Hand hat. Dann aus Danaman und Revi. Okay, der Call ist jetzt wieder dann nicht so schön. Jetzt kann sie eigentlich nur noch gewinnen, wenn 2 Piken kommen. Der erste wäre schon mal da. So, jetzt noch ein Pik. Gabi, komm mal. Und ich hab so, Kelly. Ich werd grad ausgerüstet. Mann, das ist doch... Tommy, warum spielst du nicht? Ich hab schon wieder die Hand gedreht. Es kann auch gesetzt werden. So, Kelly, jetzt spiel mal so 4.500 an. 4.500 so um den Dreh. Wie die mich auslacht. Ach, geil. Ach, komm, check. Nein. Scheiß drauf. Dan macht check. Jetzt check. Okay, jetzt bitte. Kelly, du hast die beste Hand, die man überhaupt gerade haben kann. Dann straight Flush wäre auch noch möglich, aber... Ja, aber das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass da einer mit 6-9 rumdöhnt. Aber da muss sie noch anspielen. Könnt so kotzen. Mann, ey. Ja, aber Tom hätte vorher anspielen müssen, um gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Wobei, ob da... Ich nehm's mir selber. Okay, das macht mehr Spaß. Ich geb's mir selber, okay. So, und auf jeden Fall, das Team Potti besteht aus Rahmschnitzel, dem Mirko, dem Titelverteidiger. Dann aus Kenny Mrs. Vidok, die gerade den Pott gewonnen hat. Und aus der Frank WPT. Ach so. Sprich der Sirius, den wir jetzt hier gerade nicht im Bild sehen. Da ist er, im weißen Hemd, ganz rechts außen. Der sich ein bisschen zurückhält. Der hat aber auch nicht mehr so viele Chips, wie ich das so sehe. Ja, und falls der Wildcard-Gewinner, der sich also bei PokerStars qualifiziert hat, der Daniel, falls der gewinnen sollte, Krieger, dann gehen von uns jeweils, muss jeder 100 Euro in den Spendenpool. Dann schlagen wir voll 100 Euro rein. Und wenn du nicht reagierst, also sind wir schon mal grundsätzlich gegen den. Nein, nein, das wir gönnen ihm das jetzt. Wobei, wir standen heute, wir sind ja schon ein paar Stunden hier. Und er kam halt an und da merkte man noch richtig so diese richtige Aufregung. So, oh, und hier ging schon ein bisschen die Pumpe. Aber es ist auch schön, immer wieder zu sehen. Frank hat ein cooles Pokerfest, der guckt immer gleich. 4 Spieler. Kann auch Altersschwäche sein. So, was haben wir jetzt hier? Grütze, Grütze, Grütze. Ja. Straight War für Dan. Und Straight War für Frank Sirius. Können ja auch vielleicht für diejenigen, die jetzt auch eben erst zugeschaltet haben. Also links unten seht ihr die Prozente
zum Gewinn, also der Wahrscheinlichkeiten zum Gewinn der Hand. Genau, bei Dan steht die Chance zu 27%, dass er diese Hand, so wie sie momentan da liegt, gewinnen wird. Also sprich mit zwei möglichen Karten wird er zu 27% gewinnen, Rahmenschnitzel 25%. Du spielst gar nicht so oft deine Karten, oder? Ich habe jetzt nichts. Frank hat einen Tausender angespielt, einfach mal auf Verdacht und das geht gut. Das geht gut. Endlich mal ein bisschen. Einfach mal hier mal so einfach mal ein bisschen reinklatschen. Ich hatte auch wirklich die ganze Zeit nur Mist, Kelly. Sonst hätte ich vielleicht auch schon vorher mal mitgespielt. Ja. Ich kriege immer so zwei und drei. Ja, für dich schon, der da immer im letzten Drücker noch was. Hast du Brille gespielt gerade? Noch sind wir zu sieben. Ich war einfach, um die Stimmung ein bisschen aufzumuntern hier auf dem Tisch, weil irgendwie ist langsam ein bisschen. Ja, das Feld wird sich gleich hinlichten. Definitiv. So, schreibt euch auf Facebook. Hashtag Favorit LPP, wer euer Favorit ist von den jetzigen, die noch am Tisch sind. Vielleicht kriegen wir gleich mal von Maxi und Sarah mal so eine kleine Info, was ihr da geschrieben habt. Jetzt Shuffle, eine schöne Hand, aber die hat er schon weggeworfen. Aggressor. Oder liegt hier noch? Der hat Ass-Bube weggeworfen. Also das darf man nicht machen. Ass-Bube, ich gehe das war vom Peak. Sorry, der wirft Ass-Bube weg. Suited. Da gehen bei vielen Poker-Profis, da gehen alle Chips rein, wenn die Blinds also entsprechend hoch sind. Wollte ich gerade sagen, wer hat den trainiert? Was? Drei Spieler. Ich weiß es nicht. Aber den Tom, wenn er beim nächsten Mal wieder dabei ist, den müssen wir uns einmal, der braucht noch ein privates Coaching erstmal. Was für nächstes Mal, nachher. Was ist das denn? Was soll ich damit? Check. So, durchgecheckt. Keiner hat was. Meistens gewinnt dann derjenige, der zuerst setzt. Und Dan jetzt mit dem... das verändert alles. Mit dem Flush. 40.000 aber da wird er nicht mehr was rausholen. Er wird jetzt richtig reinklatschen. Und er will es vielleicht so aussehen lassen, als, wenn er nur, als wenn er blufft halt. Ne? Nur, und? Beißt er rein? Er kann auch schon eben wieder... Aber darfst du es nicht? Ich meine, er kann... Hab ich das jetzt gesagt? Ich lass mich da nicht von rationalen Entscheidungen abbringen. Ich glaube, du hast einfach die 9 getroffen und wolltest es eben nicht zeigen, weil wenn du es natürlich zu früh erhöhst... Das stimmt natürlich. Bei einem 10er-Paar geht man nicht nochmal 5.000 rein, das ist Blödsinn. Also. Die Gedankengänge sind gar nicht so schlecht von Revi. Nur diesmal hat er nicht ganz richtig gelegen, hat nicht die 9 getroffen, sondern hinten heraus. Bei dem Flash ist noch besser sogar. Einfach zwischendrin den Barbestand noch checken. Gehen wir jetzt rüber? So, hier nochmal der Chipcount, Wildcard-Gewinner. 19.000, dann Dan the Man, 18.000. Mrs. Vlog wieder bei 16.000. Weavenside 9.000, Frank Sirius auch 9.000, Shuffle mit 8. Und Rahmschnitzel hat nur noch 2 Big Blinds. Das heißt, der war beim letzten Mal auch schon fast klinisch tot und hat das Ding dann noch gewonnen. Also das kann, er weiß, wie das funktioniert. Okay, und wir schalten jetzt rüber zu Maxi und Sacharzar. Die werden euch nämlich jetzt noch ein paar kleine schöne Tipps geben. Ja, liebe Freunde, sind wir auch Chips hier auch auf dem Tisch, hier auf diesem Tisch. Ganz schöne Chips, sehr lecker. Knusper. Lecker, lecker, lecker. Wo war das nochmal? In einem Märchen, Knusper-Knusper-Häuschen. Wir knabbert an meinem Häuschen, das war das Lebkuchenhaus, ne? Ja, genau. Also Hänsel und Gretel. Das muss voll gut schmecken, aber Hänsel und Gretel war ja nicht so geil, ne? Wurden immer gehänselt. Oh, Flachwitze, Hashtag. Ja, liebe Freunde, gleich gibt es noch einen super coolen Magie-Trick. Das ist ja Magie, was er macht, der David. Und Spaß, ja. Ja, wir gehen jetzt noch ein bisschen auf Social Media ein und die Anuki hat richtig coole Bilder gemalt hier zwischendurch. Ja, super, aber wir haben es natürlich nicht aufgemacht. Ja, das Ding ist, wir haben das hier nicht mehr im Bild, aber es ist gar kein Problem. Ich kann mir mal zurückgehen. Ja, das ist gar kein Thema. Ich bin ein alter Hase, weißt du so. Zum Beispiel das hier, ja? Ich weiß noch nicht, ob man das sieht. Ich kann es mal umdrehen. Vielleicht kann man das in die Kamera, da könnte man es vielleicht sehen. Der Justin, der macht das. Ja, super, da sieht man geil. Schon. Man sieht es jetzt halt nicht so toll, weil der Laptop nicht abgecaptured wird, wie bei EPT gemalt. Sonst. Die hat uns alle gemalt. Aber da sind auch richtig viele andere. Der Revi und so weiter. Hier ist Tanne, die kenne ich nicht. Und da ist David. Ja, die drei sind ganz okay, aber der dann kannst du vergessen. Ey. Kannst du den Pfeife rauchen. Voll das Hören. Ey. Der hat immer so eine Pechbrille. Weißt du? Es sei man zieht die falsch rum an. Dann läuft es auf jeden Fall, aber keiner will mir mehr glauben. Das sagst du mir jetzt? Ja, du hättest die falsch rum anziehen müssen. Oh. Aber das Ding ist, die Kelly hatte auch im letzten Mal eine andere Pechbrille als du. Also es ist eine ganz andere Brille. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das überträgt. Pass bloß auf, du. Ja, also es liegt natürlich nur an der Brille.
Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Anuki, für das schöne Bild und vor allem, dass du es so schnell gemalt hast. Boah, Wahnsinn, die Anuki hat es einfach drauf. Und man muss sagen, hier machen auch super viele Leute mit. Es ist echt cool, wie viele Leute hier wieder fleißig mit Hashtags unterwegs sind. Hier APP oder APP7. Ja. Ja, mich hat, ich höre gerade aus vom lieben Daniel N. Punkt, dessen Name ich nicht sagen darf, ja. Der auch gestern bei APT-Regie geführt hat, der Daniel, der alte Fuchs, ja. Der hat mir auch gerade gesagt, dass mich jemand auf eine Kinderschokoladenpackung gemacht hat, ja. Weil passt ich aber ja so, ganz gut hin, ja. Finde ich. So ein Kinderschokoladen. Da ist doch noch ein Schokobomb. Ja, ich darf ja nicht Schokobomb sagen, weil dann ist ja wieder Brawler Blaze. Es gibt natürlich noch alle viele andere Schokolade. Wer hat das echte? Fernhit Branka, man sagt ja, aber magische Kräfte nimmt der David immer, bevor er einen Zaubertrick macht. Ja. Und wir gehen jetzt, in wenigen Sekunden habe ich ihn gehört, in die Werbung, oder? Ja, passt ja auch gut. Nachdem du alle Marken aufgezählt hast, kommen jetzt weitere Marken. Das schmeckt so lecker. Bin gespannt, was es jetzt für tolle Produktinformationen gibt. Das ist bestimmt der Hammer. Oh, Chips.